Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Heute, und ich gestehe, ich bin wirklich ein Fan, folge ja schon seit Jahren auf Instagram und Co., Kübra Sikin, Schauspielerin, Performerin und Moderatorin. Einblendungen von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und nutzt einen Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen Face to Face. In dem Raum mit Fensterfront. Du bist eine der wenigen Gästinnen, die am häufigsten vorgeschlagen wurde. Oh. Ja, wirklich. Neben Jana Zöll ist dein Name, der am häufigsten fiel. Müsst ihr unbedingt mal einladen und umso mehr freue ich mich. Viele kennen dich als Schauspielerin. Notruf Hafenkante. Zweimal sehr, sehr großartiger Auftritt, habe ich selber gesehen. Bei Die Anstalt hat mir sehr gut gefallen. Richtige Themen aufgemacht. Und jetzt ganz aktuell bist du bei einer Produktion dabei von Disney Plus. Mhm. Pauline. Genau. Was kannst du, darfst du darüber erzählen, ohne zu spoilern? Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich erzähle, dass es um eine junge Frau geht, die einen One-Night-Stand hatte und daraus ist eine Schwangerschaft resultiert. Und dann stellt sich heraus, dass der Erzeuger der Sohn des Teufels ist. Und das ist eine Produktion, die sehr spannend ist, die lustig ist, die aber auch irgendwie sehr clever so gesellschaftspolitische Themen auch irgendwie unterbringt. Also aber jetzt nicht so in your face, sondern so unterschwellig, was ich auch cool finde. Und es ist eine deutsche Produktion, richtig? Es ist eine deutsche Produktion, genau. Und die Deutschen haben es ja eigentlich gar nicht so sehr mit Science Fiction. Dementsprechend bin ich echt überrascht, wie cool das geworden ist. Und was ist deine Rolle dort? Meine Rolle ist die Mutter von dem besten Freund von Pauline. Ich bin auch in der ersten Folge nur zu sehen. Und ich bin so ein bisschen so eine seelische Stütze für Pauline in der Frage vom Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Woran glaubst du, liegt es, dass deutsche Produktionen sich nicht nur in Science Fiction schwer tun, sondern auch in diesen ganzen Vielfaltsthemen? Ja, ich glaube, es hat natürlich strukturelle Gründe, dass Menschen mit Behinderungen in diese Räume nicht eingeladen werden. Wegen Diskriminierungsfragen, wegen Vorurteilen. Und das hat sich jetzt in den letzten 2 bis 3 Jahren so ein bisschen gewandelt, was andere Marginalisierungsgruppen angeht. Die sind ja jetzt vermeintlich viel mehr im Fokus, was aber auch oft so ein bisschen Diversity-Washing ist. Und ich glaube, bei Menschen mit Behinderungen ist das noch mal krasser, weil wir im Allgemeinen auch weniger Sichtbarkeit haben, weil unsere Stimmen weniger gehört werden, weil wir in Räumen weniger einfach stattfinden. Was denkst du denn? Ich erlebe das genauso. Mhm. Aber ich frage mich, wie kann es sein, dass dann so Formate wie 1,20 Meter aus Argentinien, die jetzt auch nicht als die Vorreiter gelten für, keine Ahnung, Diversity und Inklusion, dann trotzdem großartige Filmproduktionen hinbekommen. Mhm. Oder auch in den USA, wo auch nicht alles super ist für behinderte Menschen. Alleine wenn man einen Rollstuhl beantragen muss oder so, muss man den teilweise auch selber bezahlen. Dass das, glaube ich, auch kulturelle Fragen sind und nicht nur gesetzliche oder rechtliche. Ja, aber ich denke auch, dass das eine Frage von Interesse ist. Mhm. Wer interessiert sich für unsere Lebensrealitäten und wer will sie irgendwie zeigen? Und in der deutschen Filmlandschaft sehe ich das halt, dieses Interesse noch gar nicht. Und das finde ich sehr schade. Und so verlorenes Potenzial irgendwie. Ja, also ich gebe ganz ehrlich zu, mir fällt es wirklich oft schwer, rechtzeitig zu erkennen, ob ich als Token angesetzt wurde oder nicht. Mhm. Hast du da irgendeine Methode, um vorab herauszufinden, bin ich jetzt gerade nur irgendwie das Aushängeschild oder ist es wirklich ernst gemeint? Ja, erstmal natürlich klar fragen. Also Kommunikation ist, glaube ich, das A und O, dass aber man sagt einfach... sagt ja niemand, ja, wir würden dich gerne als Token einsetzen. Nein, 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 nicht die Frage, ob ich jetzt ein Token bin, sondern die Frage, gibt es weitere behinderte Personen in der Produktion? Mhm. So, entweder vor der Kamera oder hinter der Kamera. Also ich bin ja in mehreren Bereichen unterwegs, so im Theater, im Film, in der Moderation. Und die unterscheiden sich tatsächlich, diese Bereiche. Inwiefern? Im Theater habe ich zum Beispiel viel mehr das Gefühl, dass das Thema Inklusion und Antidiskriminierung
ernster genommen wird, für voll genommen wird und Weiterbildungen stattfinden. In der Filmbranche kenne ich das noch nicht. Mhm. Ich habe noch von keiner Produktion gehört, die zum Beispiel zum Thema Ableismus eine Sensibilisierung vorher hatten. Und bei der Moderation ist das nochmal anders, weil ich zum Beispiel ganz oft nach Moderation gefragt werde im Inklusionskontext, wo es auch vorkommt, dass ich als behinderte Moderatorin auf der Bühne bin mit lauter nicht behinderten Menschen, die über Inklusion sprechen. Ja, ja. Und da weiß ich, wofür ich eingeladen wurde. Kybra ist kleinwüchsig, trägt ihr braunes, lockiges Haar hochgesteckt und ist schwarz gekleidet. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann mir das auch finanziell leisten kann, mir die Jobs auszusuchen. Mhm. Und das ist ja auch so eine Privilegfrage. War das denn jetzt konkret bei Notruf Hafenkante oder Pauline so, dass du das Gefühl hattest, dass da Bewusstsein vorher existiert hat in den Produktionen? Also bei Die Anstalt würde ich schon sagen, die haben sich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Mhm, Bei Notruf Hafenkante, das ist ja Jahre her jetzt schon. Ne? Und dann kam Corona und alles hat sich vermischt. Ja, ich glaube, das war 2018 oder 2019. Ja. Richtig. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass sie sich vorher mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt haben. Das war ja auch eine eigentlich sehr witzige Anekdote. Ich war einfach am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und hatte da einen Produzenten sitzen, den ich interviewt habe. Und er hat noch auf der Bühne gesagt, dass er eine Rolle für mich rausschlagen wird. Und ein paar Wochen später hatte ich eine E-Mail von ihm im Postfach, wo er meinte, hey, ich habe hier die perfekte Rolle für dich. Die ist schon geschrieben, das Skript steht. Und in dem Skript war ich auch nicht die einzige Person mit Behinderung, was ich cool fand. Und dadurch, dass das auch mein erster Job war, war ich so, ich mache alles, was ihr wollt. Mhm. Ne? Kennst du vielleicht auch aus deinen Anfängen, dass man so dankbar ist für diese Chance. Oder auch neugierig. Neugierig. Ja. Und ich frage mich, was wäre heutzutage mit meinem Wissen über Ableismus, was ja auch gewachsen ist, mit meinem Wissen über Rassismus, wie würde ich mich dabei heute fühlen? Und bei Pauline habe ich den Eindruck, dass der ganze Cast sehr divers war. Dass das den Produzentinnen sehr wichtig war, unterschiedliche Lebensrealitäten darzustellen. Und das war auch nicht nur vor der Kamera so, sondern auch hinter der Kamera. Und dadurch habe ich mich weniger als Token gefühlt. Wie gehst du denn damit um, mit dieser Token-Frage? Also manchmal realisiere ich das zu spät. Mhm. Und dann frage ich mich, wie konnte ich das übersehen oder warum bin ich jetzt auf dieser Bühne? Mhm. Und dann spreche ich das meistens an. Dann ist es eine Live-Situation. Mhm. Und dann mache ich das so nach Gefühl und bin dann oft empört. Bringe dann manchmal die VeranstalterInnen auch in so eine Verlegenheitsrolle. Auf der Bühne. Auf der Bühne dann. Mhm. Und für mich ist es dann so meine Rache. Deswegen bucht man mich vielleicht auch, habe ich inzwischen den Eindruck. Okay. Dann sagen die, ja, wir wollen sie, weil sie die Sachen anders fragen. Mhm. Wir wollen sie, weil sie dann den Finger in die Wunde legen. Und dann mache ich das natürlich auch manchmal. Aber manchmal bin ich so wütend, dass es dann auch vielleicht über die Stränge schlägt. Aber dann muss das so sein. Auf jeden Fall. Mich ärgert gerade in diesen ganzen Filmproduktionen und auch Theaterproduktionen. Ich habe ja gar keine schauspielerischen Ambitionen, aber ich kriege dann immer mal wieder mit, wo dann gesagt wird, ja, aber das Set ist gar nicht barrierefrei oder Backstage ist nicht barrierefrei oder wir haben nicht mehr Hast Zeit zum Proben. Hast du nicht bei Jerks mitgespielt? Genau, und auch der war nicht barrierefrei. Und ach was. Dann hatte ich halt eben keinen Maskenwagen, den sonst andere hätten. Dann hat man das halt vor dem Maskenwagen gemacht, weil der nicht barrierefrei war. Wie ist es bei dir, wenn du am Set bist? Bei mir ist das so, dass immer vorher abgefragt wird, was ich brauche. Gibt es barrierefreie Maskenwagen? Diese ja, hatte ich zum Beispiel bei Pauline. Okay. Das war aber auch mein erster Maskenwagen mit einer Rampe. Das war eine sehr lange Rampe, aber die war vom Steilgrad her noch okay. Ja. Und ich war so, wow, ich habe meinen eigenen Maskenwagen. Was eigentlich ja total selbstverständlich sein sollte. Aber es war mein erster Maskenwagen tatsächlich nach, keine Ahnung, nach 8 Projekten, die ich gedreht habe. Mhm. Und ja, das ist immer so eine Sache, dann wirst du schon besetzt und dann sollst du sagen, ob das jetzt mit der Barrierefreiheit klappt oder nicht. Und dann bist du natürlich in so einer
Misslage, entweder übergehst du deine eigenen Grenzen oder du schlägst diesen Job aus. Und das ist auch wieder so eine Privilegienfrage. Und meistens ist das bei mir so, dass ich sage, wenn die sagen, hey, wir haben kein barrierefreies Klo, aber wir haben zum Beispiel ein ebenerdiges Klo, was aber jetzt nochmal so enge Kabinen drin hat, dann sage ich natürlich, das schaffe ich. Aber die Konsequenz daraus ist, wenn ich während des Drehs auf Toilette gehe und mich verletze, dann ist der Dreh hin. Ja. So. Es ist zum Glück, toi, 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 bisher nichts passiert. Aber dadurch, dass ich in so eine Lage gebracht werde, hängt wieder die Verantwortung bei mir als Schauspielerin. Wie viele dieser Diskriminierungsmomente so entmenschlicht, es entmenschlicht einen so und macht einen so ohnmächtig und wütend und alles zugleich. Wie gehst du mit diesen Situationen um eigentlich, also mit diesen Gefühlen, wenn du diskriminiert wirst? Ich fress leider das immer noch viel zu häufig in mich rein. Weil ich will dann eben nicht der angry Cripple sein und der da immer nur nörgelt. Der bin ich, glaube ich, schon so oft genug und merke das dann oft erst später, dass ich gerade über meine Grenzen hinausging. Und merke, wie müde ich eigentlich war am Ende des Tages und wundere mich, dass ich am nächsten Tag immer noch nicht fit bin, warum ich Bauchschmerzen habe oder schlechte Laune. Und ich merke, dass ich da drin zwar besser werde, aber ich habe auch akzeptiert und verstanden, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang lernen muss, da meine Grenzen auch zu spüren. Ja. Oft spüre ich sie zu spät. Ja. Darf ich dich noch fragen, warum du kein Angry Cripple sein möchtest? Weil ich kenne diese Bezeichnung eher aus einer positiven Perspektive. Also der möchte ich natürlich sein. Also ich möchte natürlich dann auch die Probleme ansprechen und auch die Wut auch zeigen dürfen. Aber oft gibt es ja dann eben auch dieses, oh, nicht schon wieder, ach, die schon wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das zu offensichtlich bin oder zu früh so rüberkomme, dass dann erst gar nicht zugehört wird oder gar nicht mehr zugehört wird. Als wenn du dann doch schon irgendwie ein bisschen Verständnis zeigst und dann im richtigen Moment deine Punkte machst. Ja. Also eher so ein Sport. Denke ich. Ja, voll. Ich erinnere mich auch so ganz am Anfang, wo ich noch nicht wusste, dass es Ableismus gibt, dass es strukturell ist, wo ich einfach noch gar kein Wissen darüber hatte, wo ich immer nur dachte, warum gehen die Menschen so mit mir um? Ja. So, warum ich? Ja. Da war ich auch immer diese Brückenschlagerin. Genau. Ich war immer die Person, die so den Nichtbehinderten zuvorgekommen ist, ihnen alle diese sogenannten Berührungsängste genommen hat. Und meine Journey war jetzt irgendwie bis hin zum Angry Cripple. Also da habe ich alles irgendwie durchgemacht. Wahrscheinlich geht es auch noch weiter. Natürlich. Ne? Also wahrscheinlich wird die Angriness wütender oder sie wird gerichteter. Oder also ich glaube, so ist es zumindest bei mir. Ich habe zum Beispiel aufgehört, einzelne Menschen bekehren zu wollen. Es geht jetzt einfach wirklich vor allem um so strukturelle Fragen. Genau. Wer entscheidet eigentlich, wer ist in den Machtpositionen, inklusive meiner Rolle. Mhm. Also in welcher Rolle bin ich eigentlich in dem ganzen Spiel? Das ist natürlich ein permanentes Thema. Aber nochmal zurück zum Film. Welche behinderten Rollen wünschst du dir eigentlich so in der Filmbranche? Super Frage, weil die Frage hätte ich dir auch gestellt. Also es gibt ja dann oft die Leute, die sagen, ja, wir brauchen mal einen behinderten Tatortkommissarin oder so. Und dann denke ich so, ja. Yeah, it's me. Genau. Denke ich, definitiv brauchen wir das. Yeah. Aber wir haben ja auch mit Tanschala, Date, das ja dann ist, auch trotzdem noch nicht den Gipfel erreicht, beziehungsweise das Ziel erreicht. Und deswegen brauchen wir wahrscheinlich ganz viele Tatortkommissarinnen und Chefärztinnen und BürgermeisterInnen und PräsidentInnen mit Behinderung, die vor allem, und daran würde ich es festmachen, nichts über ihre Behinderung spielen. Also, dass wir nicht wissen, warum Tanschala im Rollstuhl sitzt als Tatortkommissar, dass es auch kein Thema ist und dass er auch nicht deswegen besonders empathischer Tatortkommissar sein muss, sondern genauso gut oder schlecht sein kann wie die nicht behinderten Kommissarinnen auch. Also daran würde ich es eher festmachen. Aber was ich so immer wieder feststelle ist, selbst wenn behinderte Rollen besetzt werden mit behinderten SchauspielerInnen, wer hat die Story geschrieben? Ja. War das eine behinderte Person oder eine chronisch kranke Person? Jemand, der eine ähnliche Lebensrealität hat. Das finde ich so wichtig, weil im Endeffekt ist die Story auch wichtig.
Und sie wird dadurch auch besser. Natürlich wird die besser. Weil sie authentischer ist. Ja, und ich mag Tan total als Schauspieler. Aber als ich mir diesen Tatort angeschaut habe, war ich so, oh nein, wer hat das denn geschrieben? Warum wird Tan jetzt die Treppe runtergetragen, hochgepackt, ein erwachsener Mann, muss darüber noch lachen, damit seine Rolle noch sympathisch bleibt? Was soll das? Ja, und die Kehrseite der Medaille ist ja dann diese Eintagesauftritte oder Eintagesdrehtage, wovon man ja auch sich in der Regel weder die Miete leisten kann, noch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man im Trailer von irgendwas auftaucht. Ja, total. Also ich sage immer, von der Zahnpasta-Werbung bis hin zur Nachrichtensprecherin würde ich mir wünschen, dass behinderte Menschen auch mal Dinge machen, die nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben und auch nicht als Token, um irgendwie zu sagen, Vielfalt oder für alle, ja, was dann oft dann das Motto dann dieser Erzählung ist, wenn es einfach so beiläufig wirklich miterzählt wird. So wie wir das, glaube ich, inzwischen auch bei Queerness inzwischen ganz gut hinbekommen, was da die Sichtbarkeit und Repräsentation angeht. Man sieht mehr queere Menschen als NachrichtensprecherInnen, als SchauspielerInnen, ohne dass es das Thema ist. Ja. Und da, glaube ich, haben sie Menschen mit Behinderung überholt. Ja. Wie entscheidest du denn? Du hast gerade gesagt, das ist eine Privilegienfrage, klar. Aber trotzdem, wie wählst du denn die Produktion aus, an denen du mitmachst? Wie kommst du an die Produktion? Es ist so, dass entweder Casting-Anfragen bei meinem Management reinkommen. Das ist meistens der Fall für Drehanfragen. Und treffen die dann auch so eine Art Vorauswahl und eine Einschätzung für dich, damit du das nicht die ganze Zeit machen musst? Ja, also es ist nicht so, dass noch lange nicht so, dass jeden Tag eine Anfrage reinkommt, weil es einfach noch nicht genug behinderte Rollen gibt. Mhm. Wenn das so wäre, dann wäre ich ja in der Position zu sagen, okay, das mache ich nicht. Das ist aber noch lange nicht so. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass du alles machst. Nee. Als Moderatorin, als Schauspielerin, als auf Bühnen und vor der Kamera ist man natürlich oft dann der Situation ausgesetzt, dass dann Besprechungen gibt oder Reaktionen gibt vom Publikum oder Theater oder Filmkritiken. Woran erkennst du echten Applaus? Und wie unterscheidest du ihn von diesem Mitleidsapplaus? Verstehst du, was ich meine? Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mittlerweile meine Sicht darauf ein bisschen verändert, weil ich denke, es kann gar kein nur Mitleidsapplaus geben, weil ich weiß, was ich leiste. Ganz am Anfang war das schon so, wo ich dachte so, man weiß nicht, warum die Person jetzt applaudiert oder warum sie mir jetzt so zulächelt. Aber in all den Jahren habe ich ja auch eine persönliche Entwicklung gemacht und habe an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein dazu gewonnen und würde jetzt nicht mehr sagen, dass es einen Mitleidsapplaus gibt für mich. Wie war das bei dir? Mir fällt es immer noch schwer, diesen echten Applaus von dem Mitleidsapplaus zu unterscheiden. Ich glaube, unsere beide Auftritte unterscheiden sich in der Hinsicht vielleicht, dass ich trage Eule nach Athen. Also ich stehe auf Bühnen zum Thema Inklusion. Und ich glaube, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Publikum da sitzt, das mit dem Thema Inklusion noch nicht so viel zu tun hatte. Genau, im Theater zum Beispiel. Genau. Oder im Fernseher. Ich trage einfach Dinge Leuten gegenüber vor, die dann eher nicken und sagen, ja, stimmt, als dass sie selber zu neuen Erkenntnissen kommen. Und das mache ich dann oft auch zum Thema, dass eigentlich das ganze Setting hier falsch ist und wir eigentlich auf die Bühnen der anderen gehören und nicht uns selbst immer beklatschen sollten. Ach, du meinst, du bist immer in der gleichen Bubble, wo immer die gleichen Leute sich treffen und immer sich im Kreis drehen. Und der Applaus, der ist dann oft inhaltlich. Aber den Inhalt hast du ja geschaffen. Ja, genau, deswegen meine ich, ist es ja auch was anderes. Aber das passiert mir halt dann manchmal, dass ich dann die Bühne verlasse und die Leute hatten geklatscht und fanden es inhaltlich gut. Und dann kommt trotzdem jemand aus dem Publikum auf mich zu und sagt, oh, ich bewundere, wie sie das alles machen. Oh ja, ja, das kennt man natürlich. Und dann dachte ich, vielleicht doch falscher Applaus. Du kannst ja auch nicht als einzige Person die Welt verändern, das geht nicht. Du brauchst ein Netzwerk dafür. Und wem sage ich das? So, ne? Du warst einer der Ersten, der irgendwie in der großen Medienlandschaft aufgetreten ist als Mensch mit Behinderung in Deutschland. Und du hast so angefangen, unsere Themen zu repräsentieren
Und du hast aber auch Leute nachgezogen. So. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Aufgabe, die jetzt noch, überhaupt noch ansteht für mich, weil es muss nachhaltiger werden. Mhm. Es darf nicht alles von einer Person abhängen oder so. Ich habe mich gefragt, weil ich habe ganz oft von dir gehört und gelesen, dass du nie Aktivist werden wolltest. Dass du da irgendwie so reingerutscht bist und dass der eher das so auferlegt wurde. Wann war der Moment oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache diesen Job jetzt? Und warum? Weil ich immer das Gefühl hatte, und jetzt um Ross und Reiter zu nennen, ich fühle mich von Organisationen wie Lebenshilfe, Aktienmensch und Co. nicht vertreten. Und wenn die sprechen, dann sprechen da viel zu viele nicht betroffene, nicht behinderte Menschen über das Thema und sind auch die, die immer eingeladen werden. Und ich hatte das Glück, Kommunikation studiert zu haben und ungefähr zu wissen, wie Redaktionen funktionieren und was für Fragen sie haben und wie man das denen quasi mundgerecht oder sendefähig irgendwie aufbereitet. Und dann hat es ein paar Jahre funktioniert und dann war es aber wieder, Raue Krauthausen hat gesagt und der wollte ich ja auch nicht sein. Und dann fing ich an, jetzt mit dieser Fernsehsendung, einfach so als ein Beispiel, zu sagen, okay, aber es gibt so viele großartige Menschen da draußen mit Behinderungen, die was zu sagen haben in ihren Bereichen, sei es Schauspielerei, Tanz, Musik, im Kunstbereich, die überhaupt nicht stattfinden. Ja, also wir erfahren ganz viel über SportlerInnen mit Behinderungen, wir erfahren über Menschen mit Behinderungen, die Schmerzen haben, die leiden in den Medien, aber wir erfahren relativ wenig über Kunst und Kultur. Und das war dann so der Beginn, dieses Netzwerk, zumindest mal ein Netz auszuspannen, ja, um mal zu gucken, okay, wer ist denn wirklich auch spannend. Und ich habe die Liste so lang, und wie gesagt, du bist einer der am meisten vorgeschlagenen KünstlerInnen, dass ich dachte, okay, das muss man doch irgendwie ausbauen. Und mein Hack in dem Ganzen ist, da mache ich es halt im Tandem. Also wenn ich angefragt werde, dann bringe ich immer jemanden mit. Und das ist in den letzten Jahren, die letzten Bücher sind so entstanden, dass immer jemand mit Behinderung dabei ist, der dann mehr weiß als ich, der dann vor allem spricht. Oder ich rede grundsätzlich nur mit behinderten Menschen über ein Thema, damit dann deren Themen in den Mittelpunkt kommen. Sonst wird immer das Gleiche erzählt. Ja, und irgendwie beißt sich ja die Katze auch in den Schwanz, wenn keine Möglichkeiten geboten werden, dass sich neue Menschen mit Behinderungen irgendwie eine Plattform schaffen können. Ja. Wenn du sie nicht einstellst, wenn du sie nicht anfragst für Jobs, dann haben sie keine Chance, irgendwie sich einen Namen zu machen. Genau, und so. Wie lange wollen wir uns noch anhören, dass es keine Schauspielerin mit Behinderung neben Samuel Koch gibt? Die Ausrede, die kann ich sowieso gar nicht mehr ernst nehmen. Also null. Ja. Wie hast du denn deine Leidenschaft für die Bühne oder vor der Kamera entdeckt bzw. fortgebildet? Also in die künstlerische Arbeit bin ich durch eine behinderte Freundin gekommen. Ich wollte ja eigentlich studieren gehen, habe ich auch. Also ich musste aber, ja, Heilpädagogik inklusive Pädagogik. Aber um dieses Studium anzufangen, musste ich ein Vorpraktikum machen. Und dieses Vorpraktikum habe ich in einem Informationszentrum für behinderte Studierende gemacht in Bochum. Und dort hat eine behinderte Psychologin gearbeitet. Wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und so ist halt herausgekommen, dass sie in einem Performance-Kollektiv ist und hat mich gefragt, ob ich für sie einspringe, weil sie an einem Termin nicht konnte. Und für mich war das das Größte. Für mich wirklich, das war so wichtig für mich, dass sich diese Tür geöffnet hat für mich, dass ich außerhalb von Schul-Theater-AG-Kontext künstlerisch arbeiten konnte. Und ja, so hat es eigentlich den Lauf genommen. Traurigerweise muss man wirklich sagen, hatte ich Glück. Und so sollte das nicht sein, dass Menschen mit Behinderungen nur durch Glück zur künstlerischen Arbeit kommen. Und unter den jetzigen Rahmenbedingungen, die wir leider noch vorfinden, was würdest du jetzt jüngeren Menschen mit Behinderung empfehlen, wenn die auch in die Kunst wollen? Überlegt euch, ob ihr unter diesen Bedingungen wirklich Kraft habt, das durchzustehen. Man braucht im Moment noch einen sehr, sehr langen Atem dafür, gerade weil es noch nicht die barrierefreien Zugänge gibt, die wir brauchen. Connectet euch mit behinderten KünstlerInnen, die schon Erfahrung haben. Tauscht euch mit diesen aus. Zum Beispiel wo?
auf Social Media zum Beispiel. Es gibt auch regelmäßig Workshops. Ich war zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal auf einem Lab, welches kuratiert wurde, nur von behinderten und chronisch kranken TheatermacherInnen, wo nur behinderte Kunstschaffende an diesem Lab, an diesem Labor teilgenommen haben. Und das war bisher in meiner Berufslaufbahn das Empowerndste, was ich erlebt habe. Es gibt auch unterschiedliche Beratungszentren, die von behinderten Menschen geleitet werden, die euch auch bestimmt hilfreiche Tipps geben können. Ja, voll cool mit dir so, ja, eigentlich so privat darüber mal zu sprechen, Raul. Ja, also dass du mich erst in deine Sendung einladen musst, damit das mal passiert. Also wir haben uns ja, letztes Mal war ich ja in deiner Sendung, als du noch das Online-Video-Format hattest. Ja, ja, wir müssen uns viel mehr privat treffen. Ja, jetzt haben wir schon so viel von Netzwerk unter Behinderten gesprochen. Genau, und auch selbst nicht hinbekommen, uns zu verletzen. Ja, genau. Aber ich feiere das. Ich bin sehr froh, dass wir heute die Gelegenheit haben. Ich mich auch. Ich freue mich auch. Bei meinen Gästen ist es ja Tradition, dass sie etwas mitbringen. Ja. Ein Mitbringsel. Ja, ich habe da was vorbereitet. Oh, ich bin vorbereitet, gespannt. Ich habe dir Sonnenblumenkerne mitgebracht. Mega. Aber in der Crib-Version. Okay, was heißt das? Das heißt, du musst die nicht selber aufknipsen. Die sind noch schon geknipst? Die sind schon geknipst, die sind offen. Mega. Die will ich dir gerne da lassen. Oh mein Gott, ich sag dir, das feiere ich gerade so hart. Wirklich? Ja, weil, ohne Witz, ich habe seit ein paar Jahren meine dritten. Ah. Und da ist dieses Aufknipsen nicht so einfach. Das ist dazu führt, dass ich keine Nüsse esse. Ah. Aber jetzt sind sie ja quasi vorgeknipst. Die sind jetzt vorgeknipst. Das kann ich sie essen. Ja, die sind accessible für dich. Ja, mega. Vielen und Dank. Es sind Sonnenblumenkerne, weil ich bin ja türkisch. Und bei uns ist das so, wenn wir abhängen irgendwo, haben wir immer Sonnenblumenkerne dabei. Ja. Also nicht alle, ne? Also. Und irgendwie dachte ich, hey, das ist irgendwie so Teil meiner Identität. Und das möchte ich dir mitbringen. Vielen Dank. Die werde ich auf jeden Fall alle alleine aufspeisen. Gönn dir. Ich liebe auch Sonnenblumen, Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenkernbrot. Großartig. Ich auch. Oh, ja. Richtig gut. Kybra, das war garantiert nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Danke, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Hörfilmfassung. Nikolai Produktion im Auftrag der ABM in Clomedia 2024.